Gra, Eindringlinge und herzlich willkommen zu diesem Ankündigungsvideo. Ich dachte, es wird höchste Zeit, dass ich mich mal wieder bei euch melde. Ich war ja mega im Stress, aber erstmal habe ich ein paar wichtige Infos für euch. Info Nummer 1. Die No Man's Sky Nintendo Switch Version wird am 7. Oktober veröffentlicht. Da freue ich mich schon mega drauf auf diesen Release. Endlich No Man's Sky auch mobil zocken können. Das ist cool. Ich habe ja auch eine Nintendo Switch. Und ich werde mir die Switch Version auf jeden Fall holen. Das muss sein. Dann Information Nummer 2. Die Raumschiffbörse wird selbstverständlich heute Abend stattfinden, wie immer 18 Uhr bis 19 Uhr live. Viertelstunde vorher gehe ich dann wahrscheinlich schon online mit dem Stream und dann könnt ihr euch das anschauen oder auch teilnehmen, wie ihr möchtet. Für heute habe ich mir was anderes überlegt. Heute gibt es ausnahmsweise mal wieder Koordinaten. Wir wollen mal schauen, ob wir auf die Art und Weise vielleicht mehr Teilnehmer zur Ausstellung bekommen. Das Problem ist natürlich, wenn ihr per Koordinaten dorthin reist, dann ist eben nicht hundertprozentig sicher gewährleistet, dass ihr auch wirklich in der richtigen Lobby landet. Das war einfach mal ein Vorschlag von einem Spieler. Wir haben auch eine ganz spezielle Location heute für diesen Zweck. Ihr werdet sehen, also wie gesagt, so 17:40, 17:45 ungefähr werde ich dann online gehen und dann seht ihr auch direkt die Koordinaten, wo ihr hin müsst. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Sinn und Zweck des heutigen Videos. Ihr habt es ja wahrscheinlich in den letzten Streams oder im einen oder anderen Video aus den letzten Tagen, Wochen schon mitbekommen. Ich bin total im Umzugsstress. Ich ziehe um und zwar ziehe ich ins Ausland. Und wenn man ins Ausland zieht, dann kann man nicht einfach alles mitnehmen, was man an Verträgen schon hat. Das könnt ihr euch sicher denken und das gilt natürlich auch fürs Internet. Ich habe zwar eine Zusage, dass der Techniker dann direkt am 1.7. in meiner neuen Wohnung auftaucht, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass das in der Regel nicht so wirklich übergangslos klappt und in dem Fall jetzt mit neuem Vertrag im Ausland wahrscheinlich sowieso nicht. Deswegen habe ich mich entschieden, auch aufgrund dessen, dass ich natürlich ein bisschen Zeit brauche, mich dann dort einzurichten, mich einzuleben, alles zu organisieren, zu machen und zu tun. Neuer Job, bla bla bla, was eben alles zum Auswandern dazugehört. Habe ich mich entschieden, ich gehe in die Zwangspause. Zum einen, weil wahrscheinlich mein Internet sowieso nicht gleich vorhanden sein wird und zum anderen, weil ich einfach ein bisschen Zeit brauche, um mich zu akklimatisieren und einzugewöhnen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Das heißt, nach der intergalaktischen Raumschiff-Ausstellungs- und Tauschbörse heute Abend werde ich mich ins Exil begeben. Das heißt, ihr werdet dann, ich lege das jetzt mal auf 4 Wochen fest, ihr werdet dann 4 Wochen höchstwahrscheinlich nichts von mir hören und von mir sehen. Ich bin da mehr oder weniger mit mir selbst beschäftigt. Hier seht ihr übrigens mal meine neue Hauptbasis, mein Domizil. Und ja, das wollte ich euch nur mitteilen. Es tut mir sehr leid, aber es ist mal wieder nötig. Ich gehe in die Sommerpause und ich denke mal so ab 1. August, irgendwann so um den Dreh rum, werden wir uns dann wiedersehen mit neuen Videos. Drückt mir die Daumen, dass mit dem Umzug und so weiter alles einwandfrei hinhaut. Ich hoffe das sehr. Sieht momentan jedenfalls alles super gut aus und alles klappt bisher wie am Schnürchen, egal was ich anfasse, es wird zu Gold momentan. Also drückt mir die Daumen, dass es dabei bleibt und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns so im August dann wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Reise. Wir sehen uns heute Abend erstmal nochmal auf der Ausstellung, aber dann eine gute Reise, viel Spaß im Spiel, bis demnächst, wir sehen uns, macht es gut, tschüssi!